Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass ich auf den Habicht komme heute. Nie im Leben. Niemals. Wunderschönen guten Morgen, René. Er ist gut drauf. Wir haben heute was ganz Spezielles vor, nämlich seine Idee. Deswegen darfst du sagen, wo es hingeht. Die Minute haben wir Zeit. Die Minute nehmen wir uns. Ja, es wird geheißen, die schönste Tour Tirols oder wie man es auch immer nennen soll. Der Habicht ruft, wie geil. Ja. Habicht, Winterbesteigung. Südanstieg. Südanstieg, gestern gespurt worden. Danke dem Instagram-Kontakt, Tommy. Ja, wir legen los im Schnitztal und mega geiler Tag, Tobi, ich freue mich. Es wird nice, genau. Und schauen wir mal, ich habe dem René meine alte GoPro 7 gegeben. Vielleicht spricht er nachher mal was drauf, wenn er über mir ist. Und ja, bis später, viel Spaß, Leute. Und schaut mal beim René vorbei und bei Hills. Und würde ich sagen, los geht's hier. Also, Parkplatz ist for free, kostenlos, da bei der Loipe. Checkpoint am Start. Und jetzt gehen wir hier bei etwa minus 9 Grad los. Ist aber relativ trockene Kälte, also beißt nicht so extrem. Und dann schauen wir mal durch die Stauden, das wird, glaube ich, der lustigste Teil. Das wird ein cooler Teil, ja? Ja. So, und jetzt geht es hier mitten auf dem Weg mal rechts ab, da, und dann durch die Stauden durch. Das ist leider der normale Weg, den man gehen muss, über den Südanstieg. Auf geht's! Guten Morgen auch von meiner Seite. René da. Tobi zum Habicht und Tobi, wie fühlt man sich so neben der Kamera? Voll geil. Okay. Ich wünsche euch einen schönen Tag heute und ihr seid mit mir mit. Viel Spaß! So, ihr habt es den René eben gehört. Jetzt geht es hier mal über den Fluss drüber, über den kleinen Bach. Und jetzt hier wird es etwas technischer, aber wunderschönste Landschaft. Nice. So, hier Spitzkernmassaker. Also muss man auf jeden Fall ziemlich enge Spitzkern machen. Und dann geht es da oben raus, wo der René jetzt ist. Ja, gar nicht so einfach hier. Ziemlich technisch. Also Tobi hat das Schritt beschrieben. Er steckt noch fest. Der erste Aufschwung ist sehr, sehr technisch. Und kann sich das mal kurz anschauen. Wenn wir das erledigt haben, geht es da ziemlich steil weiter in den Kessel rein. Unsere Vorgänger haben jetzt hier auch getragen. Der René geht seitlich durch, vielleicht filmt er das Ganze noch. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Spuren hier. Man sinkt kaum ein. Und wenn jemand einen besseren Vorschlag hat, vielleicht geht es ja weiter da hinten weiter, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare, vielleicht die Einheimischen hier. Und ja, jetzt geht es da hoch und dann wieder zurück auf die Ski. Also, das war jetzt mal eine Challenge, oder? Den Touren entsprechend gut angekündigt. Ja, aber ganz ehrlich, da ist die Wand in Lüsenz echt easy gegen. Kein Spielzeug, Fischen-Skitour.
Aber wird schon. Ja, das wird schon gut. Aber vor allem, das heißt schon was, wenn Tobi mit dem Tragen vor dir da ist mit Spitzkern, dann ist es wirklich tricky. Ich glaube auch nicht, dass es der ganz korrekte Weg ist. Ich habe es eben schon gesagt, die Leute sollen mal in die Kommentare schreiben, falls da Einheimische zuschauen. Vielleicht wäre es weiter da irgendwo durchgegangen. Aber ja, das ist auch gut. Ja. Also ich muss euch sagen, lange schon nicht mehr so einen schwierigen Aufstieg gehabt, technisch schwierig. Dann folgt der René war gestern auf Skitour, ich war gestern einen halben Tag auf der Zugspitze Skifahren und dann noch einen halben Tag Höhenmeter machen im Klassik. Also die Beine, die sind schon gut vorbelastet. Mal schauen, ob wir es nach oben schaffen. Aber auf jeden Fall wirklich sehr, sehr tricky hier. Gar nicht ohne, ist nichts für Anfänger hier. Wir verschwinden wieder in diesem Latschengürtel und es ist wirklich mega tricky. Tobi ist kurz voraus, aber skitechnisch muss man da auf jeden Fall auf Zack sein. Wir geben unser Bestes und bald sind wir dann oben im freien Gelände. Wow! Ja, und scheint so, dass rechts der bessere Aufstieg gewesen wäre, beziehungsweise die Abfahrt später. Hier rechte Seite vom René. Und jetzt geht es da oben weiter ins offene Gelände. So kämpfen wir uns nach oben. Spitzkernmassaker im Gschnitztal. Ja, da muss man schon echt Spitzkerntechnik gut drauf haben. Hintereinander, zack, zack, zack. Und so geht es da weiter. Jetzt kurz vorm Ausstieg. Also, da steht der René. Ich muss sagen, lange nicht mehr so viele Spitzgänge gemacht bei einer Skitour. Und da oben werde ich auf jeden Fall mal die dünnen Handschuhe anziehen. Ja, es ist halt jetzt mega warm durch die körperliche Betätigung. Und ja, richtig geil. Ich freue mich schon auf die Sonne nachher. Kurzen Schluck trinken. Und so geht es jetzt hier weiter. Wahnsinn, oder? Schreibt es mal in die Kommentare. Und lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Der René macht das auch super mit der GoPro. Echt eine coole Unterstützung. Danke dir, wenn du das schaust am Fernseher, Kumpel. Wir sind jetzt da im freien Skigelände. Steiles Gelände, Spitzkernmassaker, würde der Tobi sagen. Wir freuen uns jetzt auf die Sonne, aber absolut unglaublich da. Einmal mehr Skiparksteigerisch. Sehr, sehr fortgeschrittenes Level. Aber das soll es auch sein. Jetzt kommen wir dann gleich hoch in die Kessel Richtung Habicht. Sehr schön. Hey, heute Abend liegst du im Bett und machst Spitzkern. So, kurz die dünnen Handschuhe angezogen, es ist sonnig. Da oben geht der René und jetzt geht es weiter nach oben. Aber schaut euch mal das geile Gelände an. Richtig herrlich. Die Abfahrt wird, glaube ich, auch ziemlich geil jetzt hier mit dem 88er Ski. Und ich hoffe, dass mir oben keiner den Stock kaputt macht, so wie bei der letzten Skitour. Und dann kann es hier auch später richtig angenehm runtergehen. Ich freue mich schon drauf. Was übrigens richtig cool wäre, wenn ihr mal beim René oder bei Hild auf dem Instagram-Kanal vorbeischaut, packe ich euch in die Infobox und, auch ganz wichtig, abonniert gerne kostenlos meinen YouTube-Kanal, aktiviert die graue Glocke. Es würde mich sehr freuen, unterstützt den Kanal. Dann können wir weiterhin so schöne Skitouren zusammen machen. Ja, der René ist fleißig am Fotografieren. Und jetzt geht es weiter mit dem Spitzkern. Der blanke Wahnsinn. Spitzkern-Massaker. Wahnsinn. Ich bin ziemlich sprachlos momentan. Wir haben jetzt da den oberen Teil dieses Hanges erreicht und unter mir noch der Tobi. Reines Spitzkern-Massaker. Schaut euch das mal an, Leute. Das ist wie gemalt. Zack, 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 zack. Nach oben. 35 Grad vielleicht. 30 Grad und die wunderschönen Abfahrtsspuren. Ah, das ist einfach traumhaft schön. Das sind nachher über 1000 Höhenmeter Abfahrt im Powder. Gigantisch.
Also unten war es ja mal minus 10 ungefähr. Jetzt sind es hier gefühlte plus 15. Also ein Temperaturunterschied von gefühlt 25 Grad Celsius. Das ist schon brutal. Es ist echt brutal. Obwohl die Sonne noch so wenig Kraft hat zu der Jahreszeit. Ja, ich glaube, der René ist jetzt auch am Film. Und jetzt kommt hier unser vorletzter Hang. Nochmal so 300 Höhenmeter, 400. Und dann geht es schon dem Ende entgegen. Weiter geht es jetzt dann eben oberhalb von mir. Und das erste Mal ist ganz oben der Gipfel zum Sehen. Wir haben jetzt ziemlich genau 900 Höhenmeter hinter uns. Etwas beunruhigend und absolut nicht zu unterschätzen. Oben sieht man es im Video sicher, ein riesen Gleitschneemaul, eine Abrisskante. Und der Hang wird bei baldiger Erwärmung diese Woche sicher runterkommen. Also einmal mehr, nicht zu unterschätzen, die Gefahr von oben. Jetzt gibt es ja erstmal Sonnencreme von Tobi, weil wir könnten eigentlich die Liegestühle auspacken. Nein, schaut's beiseite, aber Südhang, es wird ordentlich warm und mal vor der Sonne schützen. Das ist eigentlich mit deutschem Tee, Tobi. Hab ich dabei. Deutscher Tee immer am Mann. Mhm. Wir haben jetzt hinter uns da diesen extrem steilen, also diesen ersten Aufschwung hinter uns gebracht und ziehen jetzt da einen Hang rein, der Skibergsteigerisch einfach nur erste Sahne ist. Gut 50 bis 60 Spitzkern würde ich jetzt mal schätzen und 500 Höhenmeter in einem Hang und immer noch, also unglaublich fluffiger Pulver, wird sich auch so halten, weil die Tagestemperatur im Jänner natürlich kaum steigt. Sehr schön. Stärken, stärken, Männer. Nein. Schaut's beiseite. Der geile Hang hinter uns. Einfach ein Genuss zum Skibergsteigen. Da kann man nicht filmen. Und schön langsam kommen wir näher, weil dort oben ist der Gipfel. Und da zieht eine Rinne rein. Und die besteigen wir dann. Aber davor noch stärken. Es sind noch knapp 500 Höhenmeter. Mhm. Geht dahin. Gewaltig ist. Hallo. Mhm. Der René ist jetzt schon ordentlich voraus. Das kriegt er auch gar nicht mit. Aber ich bin gerade echt kurz davor zu sagen, ich breche ab und lasse ihn ziehen. So schwere Beine. Einen halben Tag Regeneration. Puh, gestern mega intensiv. Beine sind richtig zu. Richtig übersäuert. Richtig, richtig zu. Und es ist echt jeder Schritt brennt im Oberschenkel. Das ist der Wahnsinn. Es ist gerade echt ein Kampf gegen mich selber. Das ist nur noch in den nächsten Schritt denken. Und das ist vielleicht auch nur für die Leute, die vielleicht immer aufgeben wollen, eine kleine Motivation hier. Und ja, das ist gerade echt ein Kampf mit mir selber. Das ist gerade echt nicht easy. Ziemlich anstrengend. Brutal. Der ganze Schnee auf dem Ski stollt leicht auf. Ja, es ist schon mühselig gerade. Mal schauen, aber so leicht gebe ich nicht auf im Leben. Ihr kennt mich ja. Aber dass das hier noch einen Trainingseffekt hat, brauchen wir nicht mehr drüber reden. Das hier ist nur mentale Stärke, die ich jetzt aufbauen kann. Nicht mehr und nicht weniger. Motivation, meine Notsituation durchbeißen, die Reserven rausholen. Darum geht's jetzt. Alles andere ist nebensächlich. So Leute, wie eben schon angekündigt, hat der René nicht mitgekriegt, breche ich jetzt für meinen Teil hier die Tour ab. Tut mir leid, Buddy, aber easy, easy ich habe mich gestern ein bisschen zu viel ausgebrannt. Hau dich in den Liegestuhl.
Vielleicht, wenn der René Lust hat, muss er aber nicht. Und meine Erinnerung am Gipfel filmt, das wäre gewaltig. Ich gehe mal hoch und ansonsten komme ich auf meiner Kamera wieder. Ja. So Leute, wie angekündigt, bin jetzt alleine unterwegs. Der Tobi noch unten im Kessel. Die Ski sind jetzt schon am Rucksack und wir stapfen jetzt da die Gipfelrinne hoch. Sehr, sehr gute Stapfbedingungen. Oben zieht es dann zum Gipfel raus und ich werde mich jetzt dann konzentrieren und mich deshalb eigentlich erst liebend gerne erst am Gipfel wieder melden. Also ich habe den René jetzt ziehen lassen. Und zwar seht ihr da vorne eigentlich die richtige Schlüsselstelle der Tour, und zwar die Rinne nach oben. Ich werde jetzt dem René noch ein Stück entgegengehen und dass da oben im Endeffekt alles safe ist, weil ganz oben auf dem Gipfel, da wird am wenigsten passieren bei dem Gipfelgrad, sondern wenn, dann wird es in diesem Trichter, wird da irgendwas passieren. Und falls das der Fall ist, werde ich ihm entgegenkommen und dann werden wir nachher eigentlich den größten Teil zusammen abfahren. Und ja, ich werde mich jetzt hier noch ausdehnen, ich muss ehrlich zu mir sein, obwohl wir voll im Zeitplan liegen hier. Ja, es ist heute einfach nicht mein Tag. Und ja, das ist glaube ich so fast die erste Tour, wenn ich ehrlich bin, die ich aufgeben muss. Vielleicht die Zuschauer, die schon länger dabei sind. Die Leutischer Dreitausspitze, das war wegen Gefahr, wegen Lawinengefahr, wegen Bauchgefühl, nicht wegen Kondition. Aber auch die schon länger dabei sind, also zweimal auf die Zugspitze, die drei Super Ridges im Wetterstein, Mont Blanc an einem Tag, Matterhorn, alle möglichen Gipfel gemacht, auch viele, viele 4000er Tagestouren und das hintereinander immer wieder vom Tal aus hoch, im Auto schlafen, aber na, heute sind es nur 2000 Höhenmeter, aber das passt heute nicht. Und es ist, glaube ich, der erste Dämpfer, den ich mal kriege, von der Leistung her. Aber ganz einfach, weil es in den letzten Tagen einfach ziemlich viel war und vor allen Dingen die allerletzte Einheit vor dieser hier. Also sprich die extrem schnelle Einheit nach dem Skifahren gestern, wo ich am Abend dann noch ins Klassik-Skigebiet bin, um Höhenmeter zu machen mit den Rennlatten. Die merke ich am meisten. Die tun richtig weh, die brennen einfach und das ist, ja, muss ich eingestehen, schlecht gelaufen. Hätte ich nicht gedacht, aber das sieht man mal, dass irgendwo mal eine Grenze ist mit dem Sport, zumindest bei mir. Und ja, jetzt werde ich dem René was entgegengehen und dann schauen wir mal. Schade drum, aber vielleicht zeigt euch auch noch ein paar schöne Aufnahmen von der Rinne und dem Gipfel oben. Vielleicht, muss er ja natürlich nicht. So, ich habe mich jetzt etwas berappelt. Mir geht es jetzt gerade wieder etwas besser. Und ich werde jetzt mal dem René, der jetzt schon weit voraus ist, folgen. Er ist schon in der Rinne drin. Die Ski abgeschnallt und dann werde ich dem jetzt entgegengehen. Ich glaube, dass ich die Rinne noch durchsteige. Dann wäre es zwar voll schade, dass ich nicht auf den Gipfel gehe, weil dann ist wirklich nicht mehr weit. Aber mich interessiert einfach die Rinne. Und ja, muss ich sagen, René ist ein cooler Typ und er hat da Verständnis für. Klar, war jetzt nicht begeistert, dass er da jetzt alleine hoch muss, aber ich bin dann auch so fair, dass man dann sagt, okay, der eine kann dann alleine durchgehen, weil von hier habe ich normalerweise das meiste im Blickfeld, wenn was passiert. Man kann zumindest weiter nach oben. Gipfelrinne. Habe unten relativ steil, dann habe ich ganz kurz mit die Ski gehen können. Jetzt habe ich wieder abziehen müssen. Habe noch 100 Höhenmeter zum Gipfel. Es ist brutal, es ist so warm. Und brutal anstrengend, da in diesem Tiefschnee hochzuwatschen. Aber oben wird es sich definitiv lohnen. Tobi wartet unten auf mich. Da, wo mein rechter Stock jetzt rein zeigt, in der Rinne, befindet sich der René gerade. So etwa 40 bis 45 Grad, also mehr 45 hin. So Leute, Gipfel Habicht, 6.1.2020. Ich bin sprachlos. Ich will auch dazu gar nicht mehr sagen. Ich möchte mit euch jetzt einmal die Runde fahren durch meine Heimat und auf diesen unglaublichen Gipfel euch ein schönes Jahr mit dem Tobi wünschen. Ist ein richtig geiler Kerl und Daumen nach oben. Egal was passiert, Tobi,
Ich freue mich auf das Jahr mit dir. Und jetzt genießt es das unglaublich. Ja Leute, ich bin jetzt hier raus aus der Rinne, fertig mit dem Stapfen. Ich bin jetzt gerade wieder besser beieinander und ich bin zuversichtlich. Und das muss ich sagen, hätte ich nie gedacht, dass ich es tatsächlich heute noch auf dem Gipfel schaffe. Muss ich ehrlich sagen, hätte ich nicht damit gerechnet. Von da unten komme ich jetzt her und da oben irgendwo ist dann der René schon auf dem Gipfel. Seht ihr es hier? Jetzt geht es dann in den Spitzkern nach oben, die letzten Höhenmeter. Und dann vielleicht noch ein paar Meter gehen auf den Gipfel. Aber es ist jetzt nicht mehr weit. 10, 15 Minuten. Dann war es das hier. Gott sei Dank. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass ich auf den Habicht komme heute. Nie im Leben. Niemals. Es ist echt die körperlich perfekteste Sache, die ich je gemacht habe im Bergsport. Bei weitem. Wirklich, die vorherigen Touren, die ihr alle von mir kennt, das ist nichts dagegen. Ja, geil. Tut mir leid, René, dass du so viel gewartet hast. Normalerweise bin ich nicht so fertig wie heute. So, kurzes Foto, dann gehe ich zurück. Der René hat euch, glaube ich, schon etwas erklärt. Alter Schwede. Das war heute nicht geil. So, good luck, Buddy, hä? Pass bloß auf. Ja, gut, ja. Das war die Kuchen. Ja. All about the cake. Yes, buddy. Uns hat es halt beide den Stecker gezogen. Tobi ist aber noch hochgekommen. Ich weiß nicht, hast du das gefilmt? Wenig, sehr, sehr wenig. Ich werde es schön zusammenschneiden. Und jetzt können wir erstmal hier den Film des Scheiß. Bro. Jetzt mal genießen. Nice.
Machen nur noch die Scheißstellen. Ja, eben, wir müssen aufpassen. Kamera 2 läuft. Ja, ich habe gerade erklärt, da wie scheiß Gelände. Sehr scheiß Gelände, jetzt ja. Hoffen wir aber, dass wir quasi den Aufstiegsweg finden. Ja. Weil ich glaube, ich komme wieder und dann sicher nicht mehr über diesen Gully da oder über diese Schlucht, ja, sondern am Normalweg. Oder überschreiten. Ja, Tobi. Hauen wir ab, bin durstig. Vorsichtig sein und weiter geht's. Ja. So René, die GoPro, die hält das aus, aber was mir auffällt, dass wir hier auf dem Aufstiegsweg wären. Ja, was sagst du dazu? Was soll man dazu sagen? Zuschauer? Wir sind selber schuld, oder? Genau, ich bin noch immer ein bisschen ebenbürtig und zwar deshalb, weil ich mich definitiv zu wenig über die Route informiert habe. Ja. Wir sind am Morgen dann gleich der ersten Spur gefolgt, die eigentlich richtig hässlich in das Bachbett reingezogen ist. Ja. Und wie man vielleicht hinter mir gut sieht. Ich filme hinter dir gut. Das wäre echt normalerweise... Normales Gelände halt. Normales Gehgelände. Aber also, das andere war böse, ja? Einmal mehr, informiert euch ordentlich. Spart's euch. Ihr seht quasi Profis, will ich mich jetzt nicht nennen, aber es kann auch mal passieren. Und das macht halt den ganzen Tag schwer. Genau. Das ist ein Weltenunterschied so heute Morgen. Ja, das ist ein normales Gehgelände. Also. Ja. Für die Zuschauer, dann wissen die Bescheid. Ihr müsst weiter geradeaus gehen. Die Zuschauer. Jawohl. Hi. Hallo. Genau. So, da fahren wir jetzt dahin. Ziehen noch raus und fertig. Hier Leute, hier sind wir falsch hochgegangen. Merkt euch die Stelle. Einfach beim Aufstieg einmal weitergehen.
Das ist eigentlich nicht zu übersehen. Wir sind da diese Hänge hoch, die da. Genau die hinter mir. Boah. Das tut gut, Leute. Was sagen Sie zu den Hängen da? Ich beschreibe die Zuschauer, ich muss das Wort nur lassen. Ich beschreibe die Zuschauer gerade, wie cool das ist, dann ist die Liga immer. Ja, und so ziehen wir jetzt hier den restlichen Weg wieder raus. Also sehr, sehr, sehr angenehm. Ihr seht es hier, kein Problem. Und ja, wie Balsam für die Seele nach dem Aufstieg. So, und da sind wir schon wieder am Parkplatz. Ich glaube, ihr seht an meinem Grinsen, wie erleichtert ich bin. Der Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn heute. Hätte ich nie gedacht, dass der Tag so enden wird oder so beginnen würde, so schlecht. Heftig, heftig. Ein Wechselspiel der Gefühle, ohne Scheiß, Leute. Das kann wahrscheinlich keiner verstehen bei so einer leichten Tour mit 2000 Höhenmetern, aber ja, das ist heute. Das ist mir noch nie passiert. Ohne Scheiß, das ist der Wahnsinn. Ich habe ihn gefunden, den René. Da kommt er. Feinsuche. Da ist er. So faudern mit 5-6 Galotten. Das ist geil. Sagen Sie dazu, René. Hast du es gefilmt? Ja, ich filme gerade die ganze Zeit. Live-Reaction. Jetzt gibt es erstmal Essen hier. Schau mal, mit Blick auf den Gletscher hinten. Geiler geht's nicht. Das ist quasi dein Ende. Ja, ich will gleich das Ende finden, René. Jetzt kommt das Ende, René. Okay. Okay, jetzt machen wir alles runter. Neben mir steht das Auto. Jetzt geht's nach Garmisch. Also, René. Pünktlich zurück zu Hause. Richtig. Schaffe ich noch eine Mail. Ja. Also, sorry erstmal für heute. Ja, Gründe schon genannt. Vielleicht auch ein bisschen zu viel jetzt gemacht die letzten Tage, aber merci fürs Filmen heute. Muss man ja. René, schaut es mal gerne vorbei, habe ich euch schon gesagt. Und liked das Video, wenn es gefallen hat. Ja, mal schauen, was rauskommt. Ah, das wird cool. Ich freue mich schon aufs Schneiden mit zwei Cams. Ich freue mich dann aufs Anschauen. Definitiv. Was sagst du zu dem Tag heute? Also? Ja, auch von meiner Seite. Bin heute am Morgen aufgestanden und habe gewusst, das Beste kommt zum Schluss. Ja. Weihnachtsferien sind vorüber. Auf in ein neues Arbeitsjahr und es war richtig geil heute. Ja, ich muss morgen auch wieder arbeiten. Ja. Aber in diesem Sinne. War cool, habe ich. Habe ich. Skitour erste Mal. Dann. René, das war auch ziemlich geil. Leute, macht's euch gut und bis bald. Haut's rein, Leute. Ciao. Ciao.